Ich heiße Fehlchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Mehreren Quellen zufolge hat CyberLife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Androiden-Polizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir warten CyberLife um einen Kommentar. Oh. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho. Rückblenden. Déjà-vu. Okay. Hey, Mister. Haben Sie etwas Kleingeld? Jan, hat sie das? Ja. Ich weiß. Bin verrückt, oder? Ja, ja. Weil ich hab's gesehen, hier ist es. Das ist das Graffiti. Das soll ich finden. Okay. Finde dieses Graffiti. Wie sieht das nochmal aus? Gibt's was zu lesen? Lesen! Android auf der Flucht. Entflohener Android bewirkt Panik in Kempten. Die unberührte Natur, die sich über viele Meilen erstreckt, macht Kanada zum wahren Land der Freien. Präsident Warren auf Staatsbesuch in Großbritannien. Android auf der Flucht. Entflohener Android bewirkt Panik in Kempten. Anwohner des Detroiter Vororts Kempten wurden Zeugen einer Verfolgungsjagd, nachdem eine Polizeifahndung mit Straßensperren und Befragung einen Straftäter aus seinem Versteck jagte. Doch dieser Flüchtling ist anders. Der Verdächtige ist ein Android. Das defekte AX400-Modell leidet wahrscheinlich an einer extrem seltenen Fehlfunktion und tat alles, um sich der Polizei zu entziehen. Er sprintete auf der Flucht sogar über einen befahrenen Highway. Die Augenzeugenberichte sind nicht eindeutig und ohne offiziellen Bericht ist es unmöglich zu sagen, was wirklich geschehen ist. Doch die Reporter der lokalen Nachrichtensender gehen dem Fall nach. Ein Sprecher von CyberLife war für einen Kommentar nicht verfügbar und die Spekulationen gehen weiter. Androiden, Astronauten, erforschen IO. NASA schickt Androiden-Crew in den Weltraum. Hacker nehmen Solarmodule für Lösegeldschwindel ins Visier. Die NASA hat den Start einer fünfköpfigen Androiden-Crew zur Erforschung des Jupiter-Satelliten IO angekündigt. Die Reise wird 3 Jahre dauern und man hofft viel über den Ursprung unseres Sonnensystems zu erfahren. Zwar sind dies nicht die ersten Androiden im Weltraum, doch beweist die erste reine Maschinencrew, dass Androiden mit der gesamten Mission betraut werden können. Androiden sind ein enormer Gewinn für die Eroberung des Weltraums, erklärt NASA-Direktor Michael Shelley. Kosmische Strahlung zerstört die menschliche DNA, Menschen leiden bei langen Weltraumreisen unter zahlreichen Einflüssen.
Androiden sind gegen die meisten dieser Effekte immun. Die NASA bestätigt, dass keine Rückreise geplant sei und dass die Androiden mehrere Monate auf Io arbeiten sollten, bevor sie durch die extremen Bedingungen dort zerstört würden. Das ist traurig. Die werden dorthin geschickt zum Sterben. Und das gefällt mir gerade eigentlich gar nicht. So, jetzt frage ich mich, ist das Ding, wo ich suche, überhaupt hier? Was genau suchen wir? Wir suchen... Das ist ein Boxhandschuh. Ich sehe hier nirgends so was, was mit Boxhandschuh zu tun hat. Also denke ich mal, wir müssen hier weg. Wir nehmen die Rolltreppe. Weil wir sind ja jetzt kein Androide mehr. Nur Androiden. Nehmen die Treppe. Wissen Sie, wo Jericho ist? Das ist das nächste Graffiti. Ich habe hier oben recht schon mal ein Symbol gefunden. Ja, ich bin schon dabei, das nächste Symbol zu suchen. Da ist es. Straßenecken mit Sternen. Wo ist das? Hier ist es nicht. Böse Menschen gehen rot über die Straße. Also hier ist auf jeden Fall das Graffiti. Also muss es auch hier in der Nähe sein. Ja, ich weiß, ich bin wieder zu weit gelaufen. In die Richtung. Oh, da links ist es. Ich sehe es. Hier gibt es auch zwei Symbole. Einmal hier. Und einmal da. Okay, was ist das nächste? Roboter hinter einem Zaun. Aber es ist natürlich nicht dieser Zaun, das wäre ja zu einfach gewesen. Hey, haben Sie ein bisschen Kleingeld? Ja, hier ist es. Aber hier sind jetzt schon drei Symbole zu suchen. Das erste war ja relativ einfach, das hat man schon auf dem Graffiti gesehen. Da ist das zweite. Alles Symbol ist verdeckt.
haben wir schon. Das ist nämlich das, was uns noch gefehlt hat. Dann müssen wir jetzt hier weiter. Ja. Da ist auch schon das nächste. Kann sein, dass man da. Wir müssen auf das Dach. Kann man jetzt einfach hier hochklettern? Ach, jetzt, ja. Komm. Ich hätte auch auf der anderen Stelle hochklettern können, das wäre möglich gewesen. Gleichzeitig tun wir mit dem Ganzen auch unseren Weg hier bereiten. Das heißt, wir müssen die Symbole suchen und werden direkt dorthin geführt, wo wir hin müssen. Ah, ein Symbol habe ich immer noch übersehen. Da ist es. Wird immer schwieriger, die Bilder werden immer verstrickter. Springen. Ernsthaft? Na, dann führ das aus. Wie auch immer du das hinkriegst, aber führ's aus. Also jetzt eine rote Wand. Die auch schon hier ist. Hier eins. Hier oben ist eins. Und hier, ich habe es nur mitgekriegt, weil die Maus ist in einem Gebäude drin. Ich weiß noch nicht mal, wo wir hin müssen. Wäre nicht stabil genug. Okay, dann wieder zurück. Das ist cool. Okay,
ja auch wieder hier entscheiden, da entscheiden, nee, das ist zu hoch, das ist zu weit. Und dann sieht man, wie er das tatsächlich macht, was wir entschieden haben, was er machen soll. Schon cool. Schon cool. Ich habe das Gefühl, ich bin blind, weil ich hätte es nicht gesehen. Mal hier lang. Wie sieht's aus? Wo sind wir jetzt? Ein Schiff. Jericho ist ein Schiff. Rüber. Was war klar? Es kann ja nicht der einfache Weg sein. Hier ist alles instabil und du springst hier freudig drauf rum. Mensch, 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 Mensch. Mensch, Markus. Wir müssen klettern. Klettern. Watch your step. Aber ist das jetzt dort wirklich ein Ort für Androiden oder? Sein Tod. Egal was es ist, wir können es nicht beeinflussen. Wir konnten es ja nicht beeinflussen, wir mussten es sowieso machen. Wir sind wieder zurück beim Horrorspiel-Feeling. Ja. Aber ich freue mich immer wieder darüber. Ist sowieso versperrt.
irgendwas, untersuche das Schiff. Eine geschlossene Tür, da ist eine offene Tür. Oh Mann, ich will hier nicht weitergehen. Ist das nur so ein Schnitt oder sind da noch andere Schritte dazwischen drin zu hören? Wir müssen da lang. Also ich liebe das Spiel und ich liebe die Grafik. Ich mag diese Szenen nicht. Das sind nicht wir, die uns hier bewegen, als Einzige. Und das gefällt mir gar nicht. Na, was sind das? Sind das Androiden? Sind hier Menschen? Oh. Wollen wir hin? Da, wo sie herkommt oder da, wo sie hingelaufen ist? Ich hasse das. Wow! Ist ja klar, es gibt nur einen Weg. Ich will hier wieder raus. Okay, Leute. Weil das Schiff ja noch nicht gruselig genug war, gehen wir jetzt noch in den Maschinenraum. Yay! Echt jetzt? Echt jetzt? Ja, sie soll das Schiff erkunden, aber... Echt jetzt? Ekeliger Klepper hier. Total kaputt. Und die Musik ist... Wow. Willkommen in Jericho. Jetzt dachte ich, jetzt wäre alles vorbei. Ich dachte, es wäre alles vorbei. Drecksteil. Okay, ich glaube, wir haben gar nicht mal so viel verpasst. Wir haben auf der Flucht lesen, Asteroiden, irgendwas hätten wir hier noch lesen können am Bahnhof. Straßen verlassen, irgendwas wäre da noch gewesen.
Und irgendwas wäre am Dach noch gewesen. Okay, ja, damit kann ich leben. Willkommen auf Jericho, ja. Da geht's dann beim nächsten Mal mit Markus weiter. Aber die nächste Folge wird wahrscheinlich wieder einer der anderen beiden sein, so wie immer. Macht's gut, wir sehen uns dann. Ciao, ciao.